Nach Schallplatten sucht man hier vergeblich. Neben Elektronik, Brillen und Hörgeräten sind es vor allem Dienstleistungen, die Hartlauer heute anbietet. Etwa Hilfe bei der Bedienung von Smartphones. 1971, als das Handelsunternehmen aufgesperrt hat, war das noch anders. Wir waren einmal Österreichs größter Schallplattenhändler. Das heißt, wir sind ausgezeichnet worden für den Verkauf der meisten Schallplatten von Opus, von ERV und so weiter. Nur, dass man sich vorstellen kann, welche Zeit das war. Robert Hartlauer hat das Unternehmen nach dem Tod seines Vaters Franz Josef im Jahr 2000 übernommen. Der 42-Jährige leitet die Hartlauer Filialen mittlerweile seit fast 20 Jahren. Das Sortiment hat sich in dieser Zeit immer mal wieder geändert. Eines ist aber seit dem Start der Handelskette gleich geblieben. Die Hausbank. Von Beginn an sind wir dabei. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Der Josef Mörtenhuber, der ehemalige Direktor von der Raiffeisenbank St. Ulrich, ist einmal angerufen worden von Franz Josef Hartlauer am Abend. Du lieber Josef, bitte hilf mir. Wir haben in der Filiale in Linz, wir haben so viel Geschäft gemacht, wir haben so viel Geld da liegen, wir wissen nicht mehr wohin damit. Bitte hilf uns. Der Josef Mörtenhuber ist dann nach Linz gefahren, hat dem Franz Josef Hartlauer die Geldsäcke abgenommen, nach Steyr gebracht und dann am nächsten Tag einbezahlt. Also das Vertrauen war damals schon da. Und es hat gehalten. Die Bank berät das Unternehmen seit mittlerweile 47 Jahren. Eine Bank muss abschätzen können, ob das, was ein Unternehmer macht, risikohaft ist oder nicht. Dementsprechend eine gute Kondition oder schlechte Kondition oder gar kein Geschäft zustande kommt. Für eine Inseratenkampagne von Bank und Kunde posieren Schmidbauer und Hartlauer gemeinsam vor der Kamera. Die Bilder sind schnell im Kasten. Weil wir uns aber auch schon lange kennen, wir waren gemeinsam schon in der Handelsakademie in Steyr und waren da beide sehr bemühte Schüler, würde ich sagen. aber nicht unbedingt die mit den meisten Anzahlen zeigen. Heute arbeiten beide in einer umkämpften Branche. Im Bankwesen und im Handel ist die digitale Konkurrenz groß. Das verbindet uns ja, Hartlauer und Raiffeisen. Wir haben im Wesentlichen die gleichen Herausforderungen momentan, die wir uns stellen müssen. Einerseits die Digitalisierung, wo wir die Chancen der Digitalisierung nutzen wollen. Auf der anderen Seite setzen wir aber auf persönliche Beratung. Das macht Hartlauer im Geschäft, das machen wir in unseren Filialen. Und so gibt es statt Schallplatten bei Hartlauer heute eben digitale Beratung. Man sagt ja generell, Handel ist Wandel und das stimmt auch definitiv. Wir drehen uns und verändern uns und bewegen uns permanent so weiter, dass das, was der Kunde momentan braucht, bei Hartlauer zu finden ist. Heute jedenfalls geht es vor die digitale Linse, gemeinsam mit der Hausbank. Sehr gut, sehr gut.